Also hallo, wir sind die Familie Rieck. Ich bin Matthias und meine Frau Sabine. Dahinter ist noch unsere Tochter Kaya. Wir haben seit 2020 den Betrieb. Habe ich übernommen, genau, von meinen Eltern. Wir sind ein Biolandbetrieb mit 50 Kühe und haben dahinter Warenhäusle mit Milchautomat und Warenautomat. Und unsere Betriebsphilosophie, was ist das? Wir können ja nochmal was machen. Also, unsere Betriebsphilosophie ist sinnvolle Nachhaltigkeit, so kann man sagen. Mit der, dass die Kühe gut geht. Unser Stall ist ganz offen zu einer Seite. Jeder kann immer unsere Kühe angucken. Im Sommer gehen sie auf die Weide oder auch im Winter, wenn das Wetter gut ist. Und das Besondere an uns ist, dass die Kälber immer bei einer Amme oder bei ihrer Mutterkühe sind, bis sie ein halbes Jahr alt sind. Und dann behält man sie zur Aufzucht, dass sie selbst Kühe werden, Milchkühe. Oder die gehen dann in die Schlachtung bei uns direkt vor Ort. Ja, und ein Großteil von den Kälbern verkaufen wir mittlerweile über Hotels und Restaurants. Ja. Ja. Oder direkt an der Endkunde, da machen wir so Aushänge im Milchhäuschen und über andere Medien. Und dann kann man auch bei uns direkt Fleisch beziehen. Ja, und wir leben eine moderne, offene Landwirtschaft, ja? Eine gläserne, wo die Leute alles säen. Ja. Ja, doch. Und uns direkt fragen können und die Tiere auch begutachten. Alle. Außer die, die gerade ganz frische Kälbchen bekommen, die sind in ihre eigene Box und kriegen Ruhe. Genau. Gut.